Willkommen zurück zu XCOM Chimera Squad. Wir haben beim letzten Mal das Tutorial erlebt, durften unsere erste eigene Mission starten und jetzt haben wir hier, nachdem wir zurückgekehrt sind, Visit the Spec Ops Area. I'm authorizing Chimera Squad for special operations. Some ops provide useful resources for the squad. Keep an eye out for these opportunities. So, Spec Ops. Solo agent duty that help Chimera Squad in City 31 overall. They can improve unrest, gain resources, or reward temporary advantages on missions. Each Spec Op provides a different reward, some each turn, some only when the op is complete. Advanced Spec Ops become available as your agents rank up. These higher level Spec Ops require high level agents to undertake. Agents can cancel Spec Ops early to reassign to other duties, but all progress will be lost. So, glad handing. Convince well-to-do individuals and business groups to provide stopgap funding in this time of crisis. Es gibt einfach Geld. Embed with 31 PD for a short time, in return gain officers to canvas neighborhoods on our behalf. Gibt Intel. Oder set up false buys to draw out underground Illyrium traffickers für schlichtweg mehr Illyrium. Gute Frage, wo man sich jetzt hier von Anfang an hinbewegen soll. Wir haben hier oben in der Ecke Illyrium und Credits zur Vorhebung, jedoch nicht Intel. Wir haben definitiv Intel gesammelt, aber ich weiß jetzt noch nicht, wo das hinführt. Dementsprechend machen wir erstmal die anderen Sachen weiter. Complete Android Personal. Grant one Android Tactical Unit. Die können jetzt auch gekauft werden. Und Unlock All Entry Level Assembly Project. Mit anderen Worten, drei Stück. Modular Weapons. Our stock equipment from XCOM is serviceable, but for the threats we face, we will need to make some modifications. Requires Android Personnel. 25, und das ist in dem Fall dann Illyrium. Einzeit. Agents can equip weapon mods in the armory. New supply items, the autoloader, the stock, and the expanded magazine. Armor. Kevlar only gets us so far. We can't secure City 31 if we can't last through a tactical encounter. So, Armor Mods mit Infiltrator Weave, Extra Padding und Match Weave. Und dann our stock Androids are extremely basic. With some work we can upgrade them. Android Mods mit Ballistic, Foam Lining, Polymer Shathing, Shathinger vermutlich und Servo Harness Mark 1. Das sind die drei Sachen, die wir aktuell kriegen können. Ich bin einfach mal so frei und konzentriere mich von Anfang an auf die Waffen. Right, so das ist jetzt eine Zeiteinheit. Das sollte nicht unendlich lange dauern. Warum wird es immer noch hervorgehoben? I don't know. So, ich will nur mal ganz bewusst in der Armory vorbeigucken. Ich gehe davon aus, dass ja schlichtweg einfach noch niemand bereit ist. Wir hätten Maxima hier. You have constructed an Android unit. These versatile soldiers are available backups to your main squad agents. On any missions where one of your agents is evacuated, an Android can take their place for the remaining encounter. Huh, interessant. Androids accompany the APC but do not automatically engage. Instead, they can take the place of an agent that is wounded and evacuated. You can assign androids to breach with the squad in place of an evacuated agent. Once committed, androids remain for the rest of the mission. Androids can use any type of weapon and utility item. They can also be upgraded with special parts to improve their core statistics. Android upgrades are unlocked in the assembly. So, das Wichtige ist ja wirklich. Okay, jetzt werden nochmal andere Sachen hervorgehoben. Machen wir das ganz kurz. There are a variety of kinds of mission targets. Investigation. These appear purple, whether a groundwork, operation or takedown, and will advance the game story. Sight. These appear yellow. They are optional, but provide valuable rewards. And emergency. These appear red, showing up in districts with unrest problems. The current investigation's main mission is always on the map, but is sometimes hidden. Hidden missions add unrest to their district. Every day they are active. They are gradually revealed over time, but you can accelerate this reveal with lead mission. Lead missions appear unpredictably while a hidden mission is active. Leads are optional, but can provide a large boost to the reveal process. Side missions are ideal for gaining resources and helping control unrest in the districts. We know Gray Phoenix can quickly move personnel throughout City 31. Once you learn how,
We'll know how to wall them off. You say that. So, zwei Missions in Purple und in Gelb. Wir sehen, das Unrest ist vermutlich da oben mit dabei. Und das sind hier all die Districts. Okay. Wichtig ist, was ich anmerken wollte, man kann scheinbar wirklich immer nur 4 Leute auf einmal mitnehmen. Was also bedeutet, immer jemanden... Also einen Android dabei zu haben, klingt als grundlegend richtige Idee, weil man nicht 4 plus 1 Agent hat, sondern nur 4 Agenten plus 1 Android. Das heißt also jetzt hier zu sagen, oh, ich schicke lieber den Android in Research, nenne ich es jetzt mal, würde hier nicht uns allzu viel weiterhelfen. Zumindest noch nicht. Okay, was wollen wir hier ernsthaft erreichen, gerade mit Spec Ops? Wollen wir mehr Intel? Dadurch, dass wir aktuell noch nicht wissen, was Intel genau tut, denke ich, wäre das eine dumme Idee. Spend to power projects in the assembly. Okay, also es gäbe theoretisch einen Grund, sich auch auf das zu konzentrieren. Oder natürlich, man geht ganz bewusst erstmal auf Geld. Gerade vor allem, weil ich schon so ein bisschen angefangen hatte, welche zu kaufen. Und wir aber immer noch Leute haben, die es gebrauchen könnten. Also würde ich sagen, machen wir das. Und... Achso, jetzt habe ich natürlich niemanden hier. Das ist immer so die fiese Sache, wo man sich jetzt schon fragt, okay, sollte ich da gleich jemanden hinschicken? Gucken wir mal ganz kurz, der Android 150. Surface Reinforcement Unit, genau. Autokey. Natürlich auch vermutlich eine relativ gute Idee. Frage ist, ob ich wirklich davon was hätte, mehrere Breach Charges bereits zu kaufen. Also was mir beim letzten Mal ganz gut gefallen hat, und da gehen wir mal ganz kurz hier auf die Loadouts schon mal hin. Die Trank Rounds finde ich richtig gut, denn scheinbar Gegner nicht auszuschalten hat seine Vorteile. Und vor allem, dieser Gegenstand selber bringt keinen Nachteil, wo man sagt, oh, man hat die Möglichkeit, die zwar auszuschalten, aber dafür minus ein Schaden, sagen wir mal. Das ist nicht gegeben, also geht es dadurch, meine Sachen sind in Ordnung. Wir haben das Medkit, wir haben Breaching Charges, oder Charge, einer. Das ist hilfreich, logischerweise, wenn man Alternativen hat, wie man das Ganze angeht. Das einzige Problem ist halt nur, ich will natürlich eigentlich immer den mit dem Schild als erstes reinschicken, obwohl ich bisher noch nicht so das Gefühl hatte, als würde das Schild mir in der Logik helfen, wie ich es erwünscht hätte. Oder ursprünglich gedacht hätte. Gut, die große Frage ist natürlich, sagen wir mal, wir gehen nochmal auf Supplies rüber. Was würde man denn am besten Madame mit den Fäusten hingeben? Plus in Aim. Und dann wird eigentlich hervorgehoben. Achso, es gibt reine Breach-Items. Heißt also, so eine Charge oder sowas wie die Keycard würden da reinwandern. Alles andere bisher scheint einfach nach unten zu wandern. Okay, das heißt also, wir bräuchten aktuell für 2 Leute nochmal was. Dementsprechend wäre da, glaube ich, die richtige Idee, dafür Geld auszugeben, bevor wir aber logischerweise trotzdem das machen. Was können wir dir eigentlich geben? Okay, also auch du könntest hier diese extra Gegenstände bekommen. Alles klar. Ich will auf die Stadt gucken. Was haben wir denn jetzt hier für Optionen? Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht weiterhin hervorgehoben bekommt, was die unterschiedlichen Farben nochmal genau sind, einfach um das nochmal konstant vor Augen zu haben. Hidden Faction Target. This district is the target of an active hostile operation, but we don't know enough to shut it down. Unrest will increase in the district while the operation is active. Completing lead missions will accelerate our investigation, giving us an early opportunity to shut down. Genau. Shut it down. Recent power fluctuations in the fringe led city works to a chemical plant that's upstream on the power grid. It looks like Grey Phoenix is siphoning power for their own uses. Plus two days toward operation reveal. Das könnte also durchaus nützlich sein. Chimera Squad, I'm Commissioner Malouf of 31PD. To be blunt, I don't give a chrysalid's ass about the politics. I'm glad you're in the city. 31PD was stretched thin before the mayor's death. There are gaps to fill, and that's where you come in. When your agents can handle a situation better than my officers, I'll send the details your way. If the city council has a problem with that, I'll take the heat. They can't afford to fire me. I look forward to working with you. So,
A 31 PD patrol located a rogue server, but it is heavily guarded. If we detach it from the network, we will gain insight into our current investigation. Das würde uns Illyrium geben. Alright. Picked up chatter on hostiles en route to strike a local manufacturer. They required we drive off the assault. One expanded magazine. Das wäre natürlich dann, wenn wir Waffenmods auch nutzen könnten, gar nicht falsch. So interessant ist auch, hier wird hervorgehoben, wie viel Unrest dabei erzeugt wird. Also die einfach zu ignorieren und sich nur auf das zu konzentrieren, ist grundlegend nicht clever. Okay. Vielleicht kann ich mir erlauben, das so und so zu machen, dass man das danach erst macht. So, lass mal ganz kurz trotzdem schnell mal überlegen. Wenn ich jetzt noch ein weiteres Medkit mir hole. Deswegen, das wird die Frage, brauche ich das? Denn wir haben, wenn wir sie dabei haben, logischerweise, die Möglichkeit, immer mit der Drohne uns zu heilen. Und logischerweise haben den einen mit dem Schild, der das auch noch übernehmen könnte. Tracer Rounds, muss ich ganz ehrlich zugeben, plus 5 ist zu wenig für meinen Geschmack. Ich will eigentlich nicht Zeit mit Smoke Grenades verbrauchen. Das klingt grundlegend gar nicht dumm. Ceasefire. Das Problem ist all weapons. Nicht nur die Gegner. Auto-Keycard. Damit könnte man dann einer weiteren Person das ausstatten lassen. Also gerade wenn wir überlegen, vielleicht 2-2 das Ganze aufzuteilen, dann könnte man natürlich auch hier nochmal Sachen angenehmer gestalten. Wobei mir immer noch so ein bisschen eine weitere Beschreibung fehlt, was genau das dann tut. Ich gehe mal davon aus, dass man dann halt grundlegend Gegner überrascht oder ähnliches. Aber ich denke, das hätte man vielleicht nochmal ein bisschen weiter beschreiben können. Also was, ich hole mir das Ding noch. Dadurch, dass wir eh vorhaben, da dann jemanden hinzuschicken. Ich lustigerweise nicht sagen könnte, welchen. Also vielleicht müssen wir hier ernsthaft aktuell das noch ignorieren. Für jetzt erstmal ignorieren, warten, bis wir vielleicht noch einen dazu bekommen. Das Lustige ist denn, gleich hier diesen Charakter zu haben, hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Das ist jemand, der wirklich stark ist. Und gefühlt den Gegnern kaum eine Chance ermöglicht, was zu machen. Gut. Dann lasst uns losziehen. Was ist mir jetzt hier wichtiger? Illyrium? Oder Illyrium ist wichtiger. So, der Ding-Dong ist jetzt einfach mit an unserer Seite. Prince. Kann man die eigentlich umbenennen? Ich denke, das wäre wenigstens lustig gewesen, wenn man wenigstens die Roboter umbenennen könnte. Hostiles guarding target device. Push through and disable. Alright, Breach. Units automatically activate Overwatch after the breach. Okay. Ist da nicht ein Bus im Weg? okay. Für hier brauchen wir keine wirkliche Logik anbringen, außer dass ich ihn am Anfang immer haben möchte. Breaching in! Oh, die Tür wurde einfach aufgemacht. Okay. So, guten Tag. Surprised, surprised, surprised. Dann haben wir eine weitere. Oh boy. Okay. Ich denke, es sollte klar sein, wir gehen nach dem erstmal, den wir auch ausschalten. Anzahl an Gegner reduzieren ist grundlegend die richtige Idee. Ah, dich da hinten kriegen wir gar nicht. Okay, machen wir dich sicher. Oh hey. Die sehen alle so aus, ey. So ein 33% Crit. Das durften wir leider nicht komplett ausnutzen. Ah, und du siehst den letzten nicht mehr. Das ist natürlich interessant. Das heißt also, zu dir zu rennen, ist vermutlich erstmal die richtige Idee. Aber ich kann halt nicht sagen, ob es die beste ist. Oh, wow. Wow. Und ich denke, das ist so die erste Sache, die leicht unangenehm ist. Man kann nicht sagen, wer in welcher Reihenfolge reingeht. Target spotted. Was er sehen kann, was er machen kann.
Und man hat nicht das Terrain von Anfang an im Überblick. So. Der darf reagieren, wenn ich es richtig verstehe. Ja, die zwei. Gut, dann würde ich doch mal sagen... Also dich würde ich ausschalten. Deswegen, ich will jetzt natürlich jetzt hier schon leicht clever versuchen zu reagieren. Die Frage ist... Ich denke, ich mache das wie folgt. Ich gebe dir den Charge. Gib dir auch gleich hier den Zug. Und schalt den aus. Wenn ich treffe. Würde. Alles klar, das war nicht ideal, aber was, whatever. So, wenn du da reinrennen würdest, wärst du zumindest halbwegs in Sicherheit. Den ausschalten wäre Schwachsinn. Nee, also ich würde ganz gerne versuchen, den hier zu bekommen. Demolishing. Weapon disabled, eingekesselt. Ding ist eine grundlegend gar nicht mal dumme Idee. Covering flanks. Nice. Hatte ich jetzt nicht so auf dem Radar. So, gucken wir mal. Du könntest da den Container angreifen. Das sollte man vielleicht vermeiden. So, wenn ich jetzt... Mir wird vor allem nicht angezeigt. Das ist vermutlich ein XCOM 2 Mod wiederum gewesen. Es wird einem nicht angezeigt, ob man jetzt auf einmal... Jetzt kann ich dich besser treffen, okay. Moving quickly. Enough of this. Okay, die haben zumindest immer noch nicht die besten Optionen hier gewählt. So. Ich hoffe mal, das wird uns jetzt hier nicht irgendwie in den Hintern beißen. Denn jetzt sind nämlich zwei Gegner auf einmal dran. Uh-oh. Okay. Alles ist noch gut. Oh. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie davon wirklich so getroffen werden kann. Okay. Du kannst den einen so überhaupt nicht sehen. I made the arrest. Aber wie? So, du kannst dich nicht bewegen. Wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt einfach dahin charge? Media. Arrested the target. Du hast zwar ein bisschen Schaden genommen. Aber. Dadurch, dass ich dich ja einfach heilen kann. Let's get your insides back inside. Just a scratch. So, ich würde gerne. Achso, du kannst immer noch den Zug machen. Was natürlich relativ witzfrei ist, jetzt hier den Zug zu vollständigen, denn kein Gegner ist mehr da. Deswegen mache ich jetzt hier einfach. Was ist End, okay? Du gehst einfach hier hin. Clear a path. Oh. Die sind wirklich ein bisschen kürzer. So, from 4 captured enemies, there's an 80% chance to earn 20 intel. Und ich weiß jetzt also jetzt noch nicht, ob das genug ist. So, Mission Rewards. Yes, nice. 20 intel haben wir auch nochmal bekommen. Unrest in O-Town has risen by 1, in Renova Heights 2 und auch in Highland Square. The one thing that hasn't changed about downtown is the traffic. We need to run at least 3 elevated highways through the starport, which won't happen for reasons of global security. 20 minutes to drive 6 blocks, city of the future, my ass. Assembly complete.
So, Training. When you aren't on mission, you need to maintain your skills, physical and mental. Training is the place to do it. It's also where you can adapt to any lasting wounds received in the field. So don't let those wounds linger. You'll pay for them in the long term. Okay, duty training. Training is a solo agent assignment like Spec Ops. Each agent has their own list of training programs they can do, including healing scars, improving stats, and even adding new abilities. Each agent has their own set of class training options they unlock as they rank up. Each can only be completed once to earn stat improvements on new abilities. Getting a scar also gives access to training to heal that scar. These can be repeated for each time a scar is earned. Agents can cancel training early to reassign to other duties but lose our progress. Okay, gibt's einen Grund, irgendjemanden hier dahin zu schicken? Wir haben aber Leute hier mit einem neuen Symbol. Das werden wir uns gleich angucken. Also Modular Weapons haben wir freigeschalten. Great. Weapon Optics. Fabricating our own optics will give us the advantage in accuracy and precision. Mit Laser Sight und Scope. Enhanced AR. Retool the stock assault rifle schematics for increased effectiveness. Get for sub machine guns für Shotguns, Pistols. So, Armor hat Priority, also denke ich, ist auch ganz klar, das werden wir einfach mal verfolgen. So, ich weiß nicht, wie clever es ist, immer nur diese eine Person da hier zu stationieren. Oder ob man ernsthaft mal überlegen sollte, das durchzuwechseln, aber bisher finde ich das so ganz angenehm. So, als nächstes ist hier wichtig, es wird einem scheinbar hier konstant, meines Erachtens, ein bisschen zu nah aneinander, aber es wird einem hervorgehoben, was neue Sachen hier passiert sind. I'm sure you already know your way around the armory. Each of you has a locker here. But it's also where we announce field promotions, which I'm doing now. Another bit of ribbon. Congratulations. I realize now there should have been a cake. Genau. Promotion to rank deputy agent has unlocked Alpha Strike. Godmother fires the shotgun during the breach and will take their turn early on the timeline. Godmother also gains one bonus action on their first turn, one use per mission. Nice. Habe ich doch nicht nein dazu. Promotion to rank deputy agent has unlocked Refresh. The Gremlin heals all allies at their breach point for 2 HP once per mission. Promotion to rank deputy agent has unlocked Phalanx. Enemies focus their fire on Cherub, ignoring other XCOM units at this breach point, blocking all damage and gain one charge for each attack. One use per mission. So, Parry wurde freigeschalten. The extra action from momentum can be spent to prevent damage from the next attack instead of moving. Das klingt alles nicht falsch. Das gefällt doch. Gut, hier haben wir das ausgewählt. Wir haben immer noch nichts für hier. Ich weiß noch nicht, was wir für Training machen, aber ich will einfach mal gucken, wie das aussehen würde. Basic Conditioning. Through mental and physical preparation, agents become more resilient to wounds and combat damage. Mehr HP. Da sind ein paar ganz clevere Sachen dabei. Meine Frage ist, ob es halt irgendwie die Möglichkeit gäbe... Okay, das ist einfach nur das Menü aufrufen. Denn meine Frage wäre zum Beispiel, ob ich sage, hey, ich mache jetzt ganz kurz die City Map nicht weiter und konzentriere mich halt auf Assemblies, Backups und Training zum Beispiel. So, Android ist neu. Expanded Magazine, Stock and der Autoloader. The first reload in the mission does not cost an action. Missed shots still deal one damage. Clip size is increased. Ja, wir haben nicht das Geld dafür. Aber daran werden wir vielleicht in der Zukunft noch weiter arbeiten. Neue Sachen sind hier. Man sieht, die anderen, die vorher da waren, sind nicht mehr vorhanden. Also übel. Man sieht, wir müssen genau aufpassen, dass gerade so die Speziellen hier in der Ecke nicht in der Zukunft einfach weiter wachsen. 31 PD has been unable to dismantle an Illyrium smuggling ring in the city. If we help locate one of their safe houses, 31 PD will turn over the impounded content to us. Oder evidence that a mercenary team is smuggling restricted weapons on the side. They requested our presence.
So, also ich habe die Möglichkeit 40. Achso, das ist also nicht das Gleiche. Es wird zwar hier von Illyrium Smuggling Ring geredet, aber wir kriegen im Endeffekt auch nur Geld. Und so wie ich das verstehe, da wird auch dann wirklich nur Send an APC. Send an APC software automatisch advanced to the next day. Huh, okay. Aber meine Frage ist, wie viele werden da jetzt hingeschickt? Alle? Einer? Weil dann wäre es natürlich cleverer zu gucken, andere Leute irgendwo abzuschieben. Deswegen, lass uns das einfach mal testen. 3 ist natürlich relativ viel. Ernsthaft, was tut Intel? Wir haben bisher noch keine Übersicht für Intel bekommen. Dark Events, das werde ich erstmal noch nicht vorzeitig lesen. Ich will einfach nur wissen, was Intel ist. Scavenger Market wird es auch wieder geben. Resources. Intel is banned to buy or upgrade field teams on the city map and to buy exotic items. Deswegen, weil ich würde natürlich ganz gerne hier dem Kollegen, der hat nämlich auch die Möglichkeit, das zu machen. Ich will jetzt einfach mal testen, wie das aussieht. Ich sage jetzt, der eine geht hier hin und im Endeffekt soll es mir fast egal sein. 25 Elyrien, wir haben noch einiges. Ich gehe mal hier hin. Yes. So, jetzt habe ich noch 2 Leute. Und mir wurde gesagt, dass das hier automatisch vorangetrieben wird. Achso, ich kann auch hier unten einfach End Day sagen. Okay, das ist ein bisschen versteckt. Das ist natürlich auch böse. Schade eigentlich. Okay. Ja, ich schmeiße sie natürlich jetzt hier einfach wieder rüber. Also das wird vermutlich etwas sein, was wir erst in Angriff nehmen, wenn wir tatsächlich nochmal einen extra bekommen. Ich denke, ein grundlegend. Das ist die große Frage. Weil das kostet grundlegend nur einen. Dementsprechend den da. Ne, jetzt kostet es wieder. Wird immer noch als einer angezeigt? Ich denke, das hier erstmal so beizubehalten soll mir recht sein. Okay, dann geht einfach mal so hin. Unrest has risen to 2. Assembly. Today, the city council appointed Councillor Parada as deputy mayor until the upcoming elections. Councillor Vorthu expressed his displeasure after the session. He opposed the bulk of Mayor Nightingale's policies. A new title won't change that. The deputy mayor responded. This is a trying time for us all. My goal is to keep the lights on until we elect a new mayor. No more, no less. More on this story as it develops. This is Celio Dash for Channel 37. Aha, okay. So, die ganzen Enhanced Sachen. Items made to distract and disorientate the enemy should help cover our entrance. New items, ceasefire, bomb, smoke und flash bomb. Midi-Patch, Holoscan und Target Analyzer, prepares Kievan breaching. Not enough Illyrium. Oh, natürlich leicht unangenehm. Weapon Optics. Okay, Sachen, die natürlich nur Zeit kosten, sind natürlich ein Vorteil. Alles, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht interessant. Das hat vermutlich auch irgendwann seinen Nutzen. Aber das darf ich nicht weiß, was es ist. So, was haben wir denn jetzt hier so Feines? Das sind relativ wichtige Sachen. 3 Tage noch. A notorious arms dealer has been targeted for elimination by our opposition. We need to extract him before they do. Extra padding, armor mod und Intel. Oder? Our opposition acquired encrypted blueprints for a critical piece of the city infrastructure. We need to get them back before they crack them open. Advanced expanded magazine und Intel. Extra padding ist natürlich keine schlechte Aussage. Arms Dealer. Das gibt mir.
If we're lucky, we can reach an endangered VIP before hostile forces arrive. Our goal is to extract the VIP before hostiles can overwhelm the position. Get to the evac and get out. Ja. Gucken wir mal ganz kurz trotzdem. Grants plus 1 HP. Gain the adaptable passive ability. This agent can use event breach points. Plus 50 dodge. Ich denke, wir sollten gucken, dass wir hier irgendwas kaufen. Ich weiß halt leider nicht. Impels Agent through otherwise inaccessible entry points. Klingt natürlich nicht schlecht, aber ich will nicht Leute einzeln reinschicken. Und vielleicht ist es trotzdem in Ordnung. Ah, Security Door. Das Wiese ist, dass wir bisher sowas meines Erachtens noch nicht eingetroffen haben, also könnte ich jetzt aktuell noch nicht sagen, wie hilfreich das wirklich ist. Ich gehe mir auch wirklich einfach nur mit dem einen HP mehr. Ne, mach mal gerade rein gar nichts. Friendly VIP ready for evac. Hostiles on the move. Breach Mode. So. Agents damage a likely watchtower. Units automatically activate Overwatch. Okay. I don't know. Hier habe ich noch keine Logik für die Situation. Stay behind me. Whoa. Guten Tag. Phalanx reduces damage to cherub and allies, fully preventing damage from target enemies. If any damage is blocked, he gains a charge. Okay, also ich könnte jetzt selber hier nach... Ups, das wollte ich nicht, aber hat funktioniert. Hitman. Okay, da ist zum Beispiel Alpha Strike. Moves Godmother's first turn earlier on the timer also grants a bonus action. Ja, sure. So, du hast rein gar nichts... Wir sollten gucken, dass wir wieder einen von denen frühzeitig ausscheiden. Habe ich das jetzt überhaupt gemacht? Ich könnte überlegen, greif mal den an, der schon aggressive ist. Vielleicht ist das gar nicht dumm. Never mind. Auchi, bauchi. Habe ich da einfach den falschen anvisiert gehabt? Gut möglich. No action. VIP spotted. Escort to the evac zone. Covering my zone. Call it if you see movement. So, enemy reinforcements will soon enter the encounter. After entering, the new enemy will be added to the timeline. Na, unten sehen wir es auch hier in der Liste. So, du siehst einen von den drei. Das ist nicht er, das ist er. Ich könnte da hinrennen und den chargen, aber das würde mir dann auch nicht allzu viel bringen. Ich frage mich aber, was die Symbole hier sind. Heißt das, dass hier noch einer sein soll? Weil da wird einer hervorgehoben, da wird einer hervorgehoben. Oder heißt es, dass da neue kommen? Es könnte sein, weil es farblich passend wäre. Hätte ich davon was, irgendjemanden vorzuholen? Heading over there. Geh du mal weiter voran. Ich werde wirklich mal sagen, Team up. Und ich gebe dir mal Shields up. Das Schild. So. Gucken wir mal, wie clever das ist. Nochmal Parry. Warum nicht? So. Du bist so eine gewisse arme Sau. Aber nicht unmöglich, dich hier zu schützen. Cover and flanks. Na, immerhin. Hätte man jetzt vielleicht mit beiden noch treffen können. Wow.
Nicht cool. Aber immerhin keinen Schaden genommen. Ich denke, ja, wir laden einfach nach und bewegen die gar nicht großartig. Okay, die Person wäre als nächstes dran. Am liebsten würde ich einfach hinrennen und die auf die Nase hauen, aber das ist uns scheinbar nicht so einfach gegönnt. Deswegen näher ranrennen klingt natürlich als Idee nicht falsch. Ansonsten, was ist das für ein Symbol? No one knows. Geh trotzdem mal darüber und versuch zu helfen. Ja, sicher, sicher. Okay, there they are. Okay, zwei auf der Seite zu haben. Wenn du den aber besiegen könntest, wäre das ideal. So, du meinst zwar viel Schaden zu machen, aber der hat scheinbar Rüstung. Ja. Entsprechend so einfach ist das nicht. So, den könntest du ausschalten. Sub, du machst dir doch weniger Schaden, also ist es nicht eine Option. Mach mal Momentum hinter diese Kiste. Move into position. Target in sight. Oh boy, oh boy, oh boy. Alles ist gut. So. Als nächstes ist Godmother dran. Na, bleib mal bitte da unten in der Ecke. Ach shit, jetzt kommt der andere, nicht du. Das war nicht ideal. Hätte vermutlich mich auf den anderen erstmal konzentrieren müssen. Ja, wenn ich Pech habe, geht er jetzt auf keinen los. Gut, great. Das hätte nicht besser laufen können. Gut, jetzt sind wir so frei. Heil einfach mal nur. Versuch's. Auch nicht Evac. Ein sicherer Dash, 4 Schaden. I made the arrest. Sweet. So, jetzt wissen wir ja auch, wo die ungefähr rausploppen werden. Hier und dort. Also würde ich sagen. On the run. Never stop moving. Wir bereiten uns einfach vor. Muss dich irgendwie voranbewegen. Irgendwann muss es einfach passieren. Low ammo. Oh shit. Muss jetzt trotzdem mal ganz kurz so durch. Shifting. Overwatch. In die Richtung erstmal. On Overwatch. You shoot, I'll scoot. Das ist auch nicht mal unendlich viel Schuss. I'll shoot anything that moves. Achso, Reinforcements imminent. Aber noch nicht. Mach erstmal gar nichts. Guck mal, was sich passiert, wenn ich mich einfach davor stelle. Und so, warte, aber hey. Du kommst leider nicht allzu weit, aber immerhin weit genug, dass du rennen kannst. Zu einem Full Cover. I'm running low. Ja, renne erstmal einfach weiter. Ammo's nearly out. Headed where I'm needed. You need an escort? Und wieder Overwatch hier. Got you covered.
Na, oh, da kommen auf einmal drei. Und man sieht sich hier T-Posing. Nice. Was, das Spiel ist abgeschmiert? Yep. Ammo's nearly out. All hail autosaves. Nice. Gut. Das heißt also, wir machen einfach das gleiche erneut und finden heraus, ob's das tut. Ah, hier. Got you covered. Cover the zone. Good luck. Wie, die andere reagiert einfach nicht. What? What? Natürlich ganz großes Kino. Also auf gewisse Sachen einfach nicht reagiert worden ist. So, jetzt hast du noch Momentum. Beweg dich, geh wieder dorthin. So, dann gehst du hin. Aus dem auf die Nase. Book 'em. And that's kinda it. Ammo out. Ach Gott, die Dings müssen also auch noch rausgebracht werden. Okay. Alles klar. Zum gewissen Grad zu erwarten gewesen, aber. Reloaded. This thing is nearly empty. Du hast ja auch nicht geschossen. Gotta get moving. Frichtags. Okay. Vielleicht diesmal ein Overwatch, der funktioniert. I'll shoot anything that moves. Clear me a path. Uh-oh. Grace nur. Oh boy. Ideal sieht anders aus. Okay, wir können leider nicht einfach dahin dashen. Das wird mir leider diesmal nicht so einfach gegönnt. Okay, wunderbar. Jetzt... Du wirst Parry einsetzen dürfen. So, wie sieht's aus? Ist leider nicht genug. Nochmal Kinetic Shield. Wie, ich kann alle außerdings auswählen. Warum nicht Terminal? No one knows. Natürlich wird das für sie jetzt leicht unangenehm werden. Cover me. Weapons dry. Wunderbar. So, jetzt rennst du hier rüber. Einfach nur weg. Und heiz dich bitte selbst. Nicht volle Heilung. Das geht in Ordnung. Parried. Hell yeah. So, das Schöne ist... Ich hoffe, ich kann jetzt mit allen einfach darüber dashen. Fast as I can. Ignoriere, dass hier vermutlich unendlich viele weitere kommen könnten. Drei und einmal noch. Great, I'm out. Goodbye. Lightly und normal wounded. Safe in 31 PD custody is preferable to death in a ditch. He stepped into sending out his former associates. The price on his head loosened his tongue. Alright. Extra padding.
Intel und plus nochmal Intel obendrauf. So, the French has risen to 2 unrest and O-Town to 3. Those damn trains, day and night, advent random. We never knew if anything was going in or coming out, because entering the switchyard without permission was a capital offense. It took the end of the war for us to finally see what it was, just warehouses, cargo yards and train tracks. Reports confirm significant unrest in City 31. Without the city's trust, Reclamation cannot investigate effectively. Anything we can do about that? Results can earn back the public trust. We're here to keep the city safe, so there's no better way than doing just that. The City Council has approved Reclamation's use of field teams. This will keep a lid on unrest, but with community support, they can do much more. District unrest has risen. Visit the city map. District unrest is how well... how bad things are getting on the streets. It makes missions harder as it rises, and when it fills up, it starts to add city anarchy. City anarchy is the ultimate measure of City 1's stability. If that gets out of control, you will fail the campaign. A district's unrest rises when its targets are ignored. We can't respond to every target every day, so we must choose our targets carefully. District unrest falls when we complete missions in this district. If a district reaches full unrest, it starts to hurt city anarchy. When any district is at full unrest, one city anarchy is added at the start of each day. Please build a field team in any district before continuing. Means what? There are three types of field teams: security, finance and technology. Each is focused on a different resource. You'll be able to upgrade field teams to increase their income value and unlock other effects, or switch to a different type. Field teams cost intel and increase in price as you build and upgrade more field teams of the same type. With the intel price increasing as more of the same field type are built, it is more cost effective to diversify rather than focus on one type. Free field teams can be earned as a reward and can be used to build a new field team or upgrade an existing one. So, wir haben also die Auswahl Finance, Security, Technology mit Credits, Intel und Illyrium für jeden Freitag kostenlos zu bekommen. Also Upgrade plus 5 in the Credits Income oder Intel oder Illyrium plus 55. Bonus Rewards on District Missions. Das wäre dann mit der letzten Stufe Nummer plus 5. Und minus 1 District Unrest for completing District Situations. Ich würde sagen, wir sollten ernsthaft gucken, dass wir Illyrium vermutlich erstmal wählen. I'm sure you want to build a Technology Field Team in O-Town. Sure. The ability to upgrade via teams to rank 2 and 3 is unlocked via projects. Und ich könnte das jetzt hier theoretisch schon so machen, wenn ich wollte. You can now build via teams in City 33's districts. Via teams help control district unrest and generate resources. You've been awarded one free build team, yeah, via team, to get started. Field teams are your main tool, aside from missions and situations to influence the city map. Continued investment in them will reward powerful map effects, extra resources and improve the capabilities of your HQ in general. Choose a district to place in your field team. Remember, field teams can help deal with city unrest. That's the idea. Enter in one of the three resource reclamation requires. It is spent to build or upgrade field teams on the city map and buy exotic items. Yeah. Okay. Wir hätten etwas Intel herumliegen. Hätte ich davon was, hier das jetzt so zu machen? Eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nö. Field Team Abilities are now available to be used in the city map. The Vigilance Ability is ready immediately, which can lower the unrest in a target district. More unique Field Team Abilities can be unlocked by upgrading and purchasing more Field Teams. Field Team Abilities target a district or the city overall, each with a unique and powerful effect. They have no cost but require multiple days to recharge before they can be used again. The requirements to unlock each ability and cooldown time can be found in the description. So, ist das jetzt für ein Team? Reduce district unrest requires 4 or more total field teams for freezing.
requires one or more of your teams at 3 gain extra situation rewards oder reduce city anarchy. Requires a 4 team in every district. Wow. Ich denke, das ist relativ klar, wollen wir das hier erstmal so machen. Um die Situation zu entschärfen. Und ja, ich denke, ist klar. Wir müssen als nächstes das hier machen, um da ein bisschen auszuhelfen. Die anderen sind auch noch auf 0. An anonymous tip suggests a nondescript apartment is a stash house connected to our current investigation. The PD requested reclamation backup for the plant raid. Gibt's irgendwas anderes, was ich machen sollte? Du brauchst noch einen Tag mehr. Du bist mit dabei. Already in progress. Okay. Ja, und mehr Leute haben wir aktuell nicht zur Auswahl. Es gibt auch nicht... Hier nochmal die Übersicht, genau. New Supply Items. Nichts davon ist new. Okay, dann haben wir es uns also schon angeguckt und nur das Ding noch nicht weggeklickt. Gut, dann ist relativ klar. Wir gehen hier als nächstes über. Moment, beziehungsweise... A situation target to reveal the scavenger market has appeared on the map. The scavenger market is like XCOM supplier, but the items it offers are rare, lot rarer and more powerful. The market is available for one day at a time and only after completing a mission with a scavenger market reward. Our contact at the Viper's Nest has provided access to her network of scavengers. We can reach out and see if they found anything of interest. Alright. Scavenger Market. Unrest in Old Town has been reduced. 2x. Okay. The city is shaken by the untimely loss of our mayor. But with everything this city has been through, I have to believe we'll come out of this stronger than ever. Let's not sugarcoat this, Roger. How can we feel safe when our duly elected officials are kidnapped and assassinated? You're absolutely right. This is a tragedy. We can't forget or forgive. But how do we move on? Tension can be felt on every street and in every home. Together, Glorgo, that's how we move on. Throughout our city's history, we've faced many challenges and threats, but only together can we find peace. Let's hope you're right. So, arbeiten wir mal ganz kurz hier noch weiter ab. Assembly completed. Priority. Improved field teams. Field teams can do more than keep the bees. We can equip them to be more versatile. Recruit one field team. Android personnel. Field teams can be upgraded to rank 2. Okay, das ist relativ simpel. Not enough Illyrium still? Okay. Okay, dann macht es. Scavenger Market. Hello, Chimera Squad. I'm the proprietor of the Viper's Nest, a humble establishment in the fringe. As I'm sure you know, dangerous tech from the Advent days still turns up from time to time. The city pays well to anyone who turns it over, so I hire a network of scavengers to find the stuff. Oh, and I occasionally hear of opportunities that may interest you. If I do, I'll be in touch. Huh, kein Hissen beim Sprechen. Okay, an advanced expanded magazine. Advanced stock und reflex grip. Clip size is increased by 2. Miss shots deal 2 damage. Und standard shot does not automatically end the turn. Alles nicht so umwerfen, wenn wir ganz ehrlich sind. That's it. Gut. Dann würde ich sagen, wir geben, achso, ist über Armory, dann hier, und dann kann ich ihr das so geben. Ich denke, das ist gar nicht mal dumm. Sie ist eine derjenigen, die mit am meisten Schaden anrichtet, also sollte sie auch möglichst lange schießen können. So, City Map, machen wir uns nochmal einen Überblick. Wir haben noch einen Tag, bis das Ganze losgeht. Heißt also, wir gehen im Endeffekt einfach nur auf eine Mission, um der Stadt selber zu helfen. Könnten also wieder auf Geld uns konzentrieren. Moderate difficulty. Unknown hostages have deliberately overloaded a power pylon. Destroy it before it shuts out the entire district. Klingt leicht unangenehm, aber wir müssen eigentlich das hier machen.
Moderate wieder mal. After sifting through our intel, XCOM HQ flagged one of our suspects as a war criminal. This high-value target is armed and extremely dangerous. 60 Intel und minus 2 Unrest. Das klingt nach genau der Sache, die wir machen sollten, um das hier wieder auszuhelfen. Aber ich würde sagen, das machen wir tatsächlich erst beim nächsten Mal. Ist zwar vermutlich auch nicht die längste Mission, aber das trotzdem dauert immer noch so ein kleines bisschen. Oh, die haben wir noch, okay. Here everyone for two at this breach point. Oh, das müssen wir eigentlich dabei haben. Holo target all enemies at this breach point. Und plus 50 crit chance bonus at this breach point. Wir haben nicht unendlich viel Geld, aber ich würde tatsächlich überlegen, hier das ein oder andere zu holen. Na gut, für heute kommen wir erstmal zum Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis dann.